Hallo Welt, da sind wir wieder und ich fürchte, wir müssen diesen Mr. Gutsy erledigen. Das ist nicht mein größtes Hobby, aber ich glaube, es muss sein. Wir haben Gesellschaft. Ah, da kann nämlich auch einiges austeilen Kannst du und sie sehen? einstecken. Wow, sogar einiges. Ich habe schon mal nicht überlebt. Preston steht aber noch. Preston haut uns jetzt raus, oder? Durch den Skill Arzt wirken Stimpaks und Redway schneller. Ah ja. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem? Panzerfaust wäre gut. Was haben wir denn sonst noch für Waffen dabei? Schrotflinte. Naja, viel gegen Menschen eigentlich. Wenig gegen Roboter. Impro-Automatikpistole. Lasermuskete, oh, da muss man erstmal kurbeln. Impro-Automatikpistole, das bringt doch alles nichts. Die hat wenigstens 34 Schaden und verursacht Körperteilschaden, was bei Robotern, glaube ich, gar nicht so wichtig ist. Und die auf gut Glück Knarre, ja, die verballert ganz schön schnell die Munition, also die Kugeln explodieren beim Einschlag und richten 15 Punkte Flächenschaden an. Probieren wir die mal, vielleicht hilft das ja gegen den Mr. Gutsy. Das Ding ist durchgedreht. Scheint das so. Schlecht, die Waffe dagegen. Aber nicht gut genug. Mr. Gutsy war besser. Schade. Ja, dass wir da aber auch nichts Warte gegen mal. machen können. Gegen Eröffne den. das Feuer. Jet vielleicht? Psycho nehmen ein wenig. Und wo ist es? Hilfsmittel. Psycho. Scheiße, Okay. Oder getötet werden. Wo ist der Unterschied? Blut fließt auf jeden Fall. Was war das? Preston? War das? War das gerade Preston? Ja, aber ich bin nicht mehr dabei, glaube ich, erstmal. Ach, der ist so weit weg. Was ist denn hier Schönes drin? Grundwaffen, Radix, benutzter Ölkanister und Tafelmesser. Nein, wir nehmen mal alles mit. Oh Mann. Die Tür hier nicht zumachen? Ja, wir können nicht. Wir sind zu gut wie tot. Ein Treffer von denen. Ja, die ist doch ziemlich effektiv, die Waffe. Sehr schön. Mr. Gutsy, Fusionszelle. 45er Patrone, 38er Patrone, 5 mm Patrone, Schaltplatte, Militärstandard und Stahl. Okay. Hoffentlich stört uns jetzt niemand mehr bei unserer Mission. Ach, das war schon die Mission. Einen Moment, jetzt haben wir die ganzen Zeichen auf der Karte, weil wir die anderen Missionen noch nicht abgeschlossen haben. Oh mein Gott, wir sind ja in die komplett falsche Richtung hier gelaufen. Was für ein Blödsinn. Ja, ab und zu sollte man mal auf das Radar oder auf die Karte gucken. Egal, wir wissen jetzt auf jeden Fall, was hier schon mal ist. Ich dachte, das hier wäre der Schrottplatz.
Aber wenn wir einmal hier sind, komm Preston, dann gucken wir uns auch noch ein bisschen um hier. Ja, die Folge ist gerade angefangen. Ach, ein Schiff ist das. Ah, ja. Yeah. Wo ist die Powerrüstung? Keine Powerrüstung mehr? Ach, hier ist gar nichts mehr, Preston. Siehst du? Hier noch eine Kasten mit Kronkorken. 12. Ja, es sind schon mehr Kronkorken immer drin. 10 Kästen und man hat schon über 100 Kronkorken zusammen. Radix und Schachtelzigaretten nehmen wir noch mit. Aha. Guck dir das an, Preston. Wir sind bepowert. Das kriegen wir doch auf, oder? Okay. Eine Powerrüstung. Ich wusste es doch. Ich glaube, man kann fast schon sagen, überall, wo diese Militärfahrzeuge rumstehen, findet man eine Powerrüstung. Und die scheint mir auch noch ziemlich in Ordnung zu sein. Ein Teil vom Arm fehlt, aber sonst... Ich weiß nicht, wo wir hier rauskommen. Hier. Es ist doch ein ziemlich klobiges Ding. Ich wäre fast dafür, die jetzt wieder wegzubringen, weil man übersieht so schnell. Und man ist auch etwas höher. Irgendwie ist das nicht so ganz natürlich. Es ist eben eine Powerrüstung und vielleicht... 38er Patrone, 5mm. Vielleicht verwahren wir uns die für die Hauptmissionen auf. Da werden wir sie mit Sicherheit brauchen. Mit Sicherheit. Wenn das schon hier bei den Nebenmissionen so abgeht, dann kann ich mir vorstellen, bei den Hauptmissionen, da haben die noch einiges gemacht. Aber man merkt richtig, wie hoch man hier ist, wenn man in so einer Powerrüstung rumrennt. Anderes Problem ist auch noch, Fusionskerne brauchen wir dafür. Und die sind bisher auch relativ begrenzt. Bis jetzt habe ich nicht gefunden, wo man die kaufen kann. Wir sollten uns aber auch ein bisschen dran gewöhnen, wie es hier drin aussieht mit dem Radar und so weiter. Mit den APs da auf der rechten Seite. Ammo? Haben wir gar nichts mehr für diese Waffe? Doch. Ne, weil da Null stand vorhin, dachte ich. Jetzt geht's wieder. Sollten auf jeden Fall eine andere Waffe nehmen. Aber die sollten wir uns mal merken. Vielleicht nehmen wir die sogar hier drauf, wo die jetzt ist. Denn die hat hier doch ganz schön geholfen jetzt gerade. Genau in die falsche Richtung gehen, aber... Was? Wo? Ach, da! Ja, der macht jetzt nur unsere Powerrüstung kaputt und... Ja, die ist klobig. Irgendwie finde ich... Also... Wir sind vielleicht gut geschützt hier drin, aber auch nicht so, wie ich das gerade hier sehe. Ja, man denkt sich, man ist hier ein Panzer, ist man aber gar nicht. Ja, das richtet überhaupt nicht aus, was wir hier machen. Wir werden immer mehr vergiftet. Kann man nicht E drücken und dann Stimpack irgendwie nehmen, automatisch? Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir die Powerrüstung wegbringen und uns für später aufbewahren. Unsere Tarnung funktioniert auch nicht hier drin. Und wie sieht's denn? Reds haben wir null. Wir sind gar nicht verstrahlt. Ja, ich bin dafür. Wenn wir den jetzt haben, dann sollten wir die Powerrüstung in Sicherheit bringen für wirklich wichtige Missionen, wo wir dann wirklich eine brauchen. Vor allem wollen wir ja sehen, was kann man alles machen aus den Powerrüstungen. Das können wir ja nicht sehen, wenn wir uns die immer zerlegen lassen. Aber auch da gibt es einen guten Tipp. Einfach nicht zerlegen lassen. Ein sehr weiser Tipp, ich weiß schon. Oh, scheiße, Preston. Ich hab dich jetzt gar nicht aushandelt. Du sahst genau aus wie dieser... Jetzt aber. Ja, ich hoffe auch, dass es alle waren. Das Gewehr ist echt gut. Aber es verballert zu schnell die ganze... Tut mir leid, Preston. Die ganzen Kugeln, Patronen, Meyerburg-Fleisch. Das war ja jetzt nicht so viel.
Ja, also wir werden Folgendes machen. Wir gehen jetzt da noch hin, wo wir hin müssen, damit wir da schon mal schnell hinreisen können. Und dann geht's sofort zurück nach... ja, nach Sanctuary Hills. Ich weiß nicht. Vielleicht doch besser zur Burg. Ja, vielleicht besser zur Burg dann. Dann haben wir die zwar wieder ein bisschen verstreut. Wo müssen wir denn lang? Da lang. Okay, Atommine? Aha, Gunner sind hier. Na gut, mal sehen. Das Gewehr bräuchte auf jeden Fall noch einen besseren... Naja, so ein besseres Visier dran. Schalldämpfer hat es doch. Also wenn Gunner hier sind, ja, dann wird das nicht so einfach. Aber wir bekommen vielleicht ein wenig Militäruniform von denen. Das ist doch auch ganz gut. Okay. An für sich war es das. Ja, wohin soll es denn jetzt gehen? Zur Burg? Dann können wir auch gleich sehen, ob die wieder friedlich sind. Also zur Burg. Ja, ich denke zur Burg. Zur Burg ist gut. Dann wissen wir natürlich nicht, wo wir gleich hier wieder spawnen, wenn wir die Schnellreise hierhin machen. Aber das riskieren wir jetzt einfach. Ist ja schon schön, aber ich fürchte, man gewöhnt sich auch zu schnell hier an die Powerrüstung. Die Burg ist weg. Die Burg ist hier. Lasergewehre und Laserpistolen verursachen hohen Energieschaden und können Gegner vollständig auflösen. Level 41. Ich bin gespannt, wie weit es noch geht. In New Vegas war das extrem enttäuschend. Zum Glück haben da ein paar Modder dann eine Modifikation rausgebracht, mein Gott. Mit dem konnte man dann, ich glaube, unbegrenzt auch leveln. Aber wenigstens bis 100 oder so. Dann hat es wieder Spaß gemacht. Ich muss sagen, als das mit dem Skill- oder Perk-System damals dort aufgehört hat, da hat es dann schlagartig auch keinen Spaß mehr gemacht. Hier ist noch ein toter Minuteman. Lederrüstung und machen Sie uns auf den Weg. Ziemlich übel. Fusionskern nehmen wir lieber wieder raus. Da, die Ladung. 76. Und wir haben 4 Fusionskerne jetzt dabei. Wo ist denn unsere ganze Munition? Wo ist denn alles, was wir bei uns hatten? Das ist alles weg. Das kann doch nicht sein. Das ist doch noch alles da. Ja, Fusionskerne. Ich bin mir nicht sicher, wie viel wir davon finden werden hier. 4 haben wir jetzt dabei. Und ganz viele haben wir auch schon gelagert. Ja, die ist echt ziemlich komplett, die Powerrüstung hier. Hier fehlt es ja überall. Das ist ja... Das Beinteil ist dabei. Naja, es ist schon gut. Hier haben wir gar keinen Koffer liegen. Können wir auch nicht mehr hinlegen, es sei denn... Wir... Und bauen hier noch irgendetwas ab. Der Größenbalken links oben, der ist voll. Drum können wir hier nichts mehr bauen. Denkt man, aber wenn wir ein Fass hier wegnehmen und das verwerten, können wir auch wieder was bauen. Zwar immer nur ein Teil, das ist etwas müßig alles, aber. Hier ist Radio Freedom. Wir senden rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Es liegen keine Meldungen vor. Passt da draußen auf euch auf, Leute. Das Brahmin ist abgehauen. Und es sind noch Supermutanten-Leichen hier draußen. Natürlich nicht mehr. Wieso war der tote Minuteman denn noch da?
unsere Fallen hier. Das ist natürlich doof, wenn die Minutemen jetzt nach und nach alle sterben. Ich glaube, da kommen gar nicht so schnell, kommen gar keine neuen hinzu. Zwar unterstützen uns alle Siedlungen, aber so wirklich neue kommen noch nicht dazu. Naja, mal sehen, ob wir ich hier noch bestimmt schnell Sachen, die du gebrauchen kannst. Ein bisschen Kupfer kaufen können. Ich glaube, sind wir hier richtig. Dann lass mal sehen, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Ich glaube, das ist die Bekleidungsfrau, oder? Die Waffenfrau ist das. Also, abbrechen. Ach ja, Waffen. Bekleidung. Und Kupfer. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja, bestimmt. Ich hoffe auch, Kupfer wäre doch schon. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Großartig. Mal sehen. Eichhörnchen am Stiel. H-Klammer, U-Bahn-Marke. Ah ja, Öl und Kupfer, genau. Wir sind an so einem Punkt des Spiels, an dem wir eigentlich nichts mehr missen dürften. Ich weiß noch am Anfang, als wir keinen Stoff hatten. Wir wollten Betten bauen und nein, wir haben keinen Stoff. Jetzt fehlt uns im Moment nur noch Kupfer immer. Selbst Öl haben wir jetzt schon immer ganz gut gelagert. Letztens hat ja Keramik mal gefehlt, aber das war ja auch eine ganz neue Siedlung. Man müsste das hier dann noch sortieren können, aber da wird mit Sicherheit auch ein Mod rauskommen. Kann ich mir denken, für eine verbesserte Menüführung hier, für eine bessere Sortierung. Und mit Mods werden wir auf jeden Fall, wenn es... Ja, auf jeden Fall nicht. So ein paar Mods werden wir auf jeden Fall nehmen, wenn wir die Hauptmission spielen. Jetzt sind wir nur aus auf Öl und Kupfer im Moment. Ja, Zahnräder wären auch gut. Aber im Moment haben wir Zahnräder. Okay, das war's. Beton können wir auch mal nehmen. Braucht man auch immer. Okay, dann wär's das. Annehmen und ja. Und dann schauen wir hier nochmal schnell nach den Waffen. Brauchst du eine Rüstung? Rüstung, eigentlich. Ja, gucken wir mal, was sie da so hat. Ich schaue es mir an. Großartig. Eigentlich diese Militäruniformen wären wichtiger. Kleidung. Metallrüstung, Metallrüstung, Metallrüstung. Kampfrüstung hier, ziemlich teuer allerdings. Aber auch ziemlich gut dafür. Nee, dann gucken wir lieber nach der Kleidung. Ich glaube, da können wir uns noch ein paar Teile leisten. So viel Kampfrüstung ist hier gar nicht vorhanden. Na gut. Waffen nochmal. Und hier ist nochmal Kleidung, da steht aber gar keiner jetzt. Wie spät ist das denn? Oh, Daten. Mittagszeit, vielleicht sind sie gerade am Mittag machen. Okay, Transfer und Schrott ablagern. Und dann sollte es schon fast weitergehen, es sei denn... Ja, es geht. Vielleicht haben wir da auch niemanden Hallo. Geordnet. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Denn hier passen anscheinend gar nicht so viele Siedler hin. Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. So, und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Zu viel Strahlung. Ich fühle mich krank. Gut, reinigen wir deinen Metabolismus. Finde ich nicht gut. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Gesundheit wiederherstellen. Mir tut alles weh, Doc. Ach, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sollte das aber besser nähen, bevor es sich entzündet. Ja, das ist gut. Und vielleicht eine Tetanusimpfung wäre auch ganz gut. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Nein, nichts. Nein, wir sind fertig. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Ich überlege gerade, Tetanus-Impfung, geht das überhaupt? Kann man das impfen? Kann man sich gegen Tetanus impfen lassen? Es ist doch eine Tetanus... Ach, ich weiß es nicht. Ich rede zu viel.
Okay, Plünderstation. Ja, das bringt jetzt alles nichts. Oh, hoppla. Ich muss, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tut mir leid. Ich muss öfter auf die Uhr gucken hier. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und für Daumen hoch natürlich auch. Daumen hoch an euch. Macht's gut. Tschüss.